wäre Harald wieder draußen. Jedenfalls ist das Boot nicht hier, mit dem er letztens unterwegs war. Aber vielleicht fahren ja auch mehrere verschiedene mit dem Boot raus, man weiß. Guten Tag, es ist Mittwoch, der 16.12.2015. Mein Urlaub ist vorbei, mein Frei ist vorbei. Ich muss aber heute wieder arbeiten. Und ich habe noch nicht so recht eine Idee, was ich heute euch erzählen möchte oder kann. Von daher könnte es sein, dass dieses Video kurz wird. Aber immer wenn ich gesagt habe, das wird ein sehr kurzes Video, ist am Ende das längste geworden, was bisher war. Also sage ich lieber nichts. Schade, kann man ja erkennen, aber da hinten sieht es so aus, als wenn es brennt. Könnte der Gashafen in Spinusche sein? Weiß ich nicht mehr genau, ich erzähle vielleicht Quatsch gerade. Aber auf jeden Fall ist das irgendwie so ein großer Hafen, wo große Gastanks sind und Gas ankommen sind. So, keine Ahnung. Ja, jedenfalls sieht es so aus, als wenn es da hinten brennt. Und weiß ich nicht, ob das so sein muss. Oder nicht, aber sieht komisch aus. Okay, Batterie von meinem Mikrofon ist leer. Ich hoffe, das Mikrofon von der Kamera nimmt das hier einigermaßen gut auf. Wenn nicht, dann sind die Aufnahmen halt Schrott jetzt. Aber es ist wirklich Feuer, so wie ich das sehe. Kann sein, dass es so sein muss. Also in Schwedt, in der Uckermark, gibt es eine Raffinerie. Ist relativ bekannt. Und da mussten auf manchen Türmen auch immer Feuer brennen. Und die haben immer gesagt, das Feuer muss da immer brennen. Wenn das Feuer ausgeht, dann ist es ganz spät verseucht und so. Das ist natürlich überspitzt gewesen und Quatsch gewesen, denke ich mal. Aber vielleicht ist das Feuer da auch so, dass es brennen muss. Man weiß es nicht. Die Batterie von meinem Mikrofon ist gleich leer, oder? Ist schon leer, ich weiß es nicht. Hier leuchtet schon rot und ich bin mir nicht sicher, ob die Aufnahmen hier noch geklappt haben. Wenn nicht, mache ich das gleich nochmal mit dem Mikrofon von der Kamera, also dem internen Mikrofon. Ich möchte mich nicht lustig machen, weil ich sehe beim Laufen bestimmt doch ziemlich bescheuert aus. Und ich meine, der Mann war, ich glaube, deutlich über 60. Das schätze ich mir jetzt nicht ein, aber ich tue mir jetzt kein Unrecht. Von daher ist es sehr gut, dass er sich noch fit halten will. Aber sein Laufstil sah jetzt nicht so aus, als wenn er wirklich gesund sein könnte oder gesund ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Und da sollte er vielleicht eine andere Möglichkeit suchen, sich fit zu halten. Das sieht nicht gut aus. Also gut im Sinne von gesund. Die LED leuchtet rot. Heißt der Akku bzw. der 9 Volt Block, Batterieblock da von meinem Mikrofon ist leer oder fast leer und bin ich gar nicht sicher. Aber ich hoffe, ich habe noch eine hier. Das Schlimme daran ist eigentlich nur, dass es echt kompliziert ist, diesen Akku da zu tauschen. Ich weiß nicht, was sich Rode dabei gedacht hat, das so umständlich zu bauen. Ja, hab natürlich keine mehr. Das ist ärgerlich. Und ich habe auch keine. Hier ist noch was drin. Ich habe auch kein Gerät da, wo so ein 9 Volt Block noch drin sein könnte. Von daher muss ich halt nachher einkaufen. Lasst uns mal übers Sharing, also übers Teilen sprechen. Ich bin da irgendwie immer noch auf der Suche nach dem richtigen Weg. Und zwar nicht unbedingt, um am meisten Klicks abzufassen. Das will man natürlich auch so ein bisschen. Aber eigentlich um für mich den schönsten Weg. Für mich den einfachsten und für mich den schönsten Weg. Also wenn man jetzt das Video, das ist jetzt das aktuelle Video von heute. Also für euch dann von gestern. Wenn man dieses Video jetzt hier sieht. Also dann kann man hier das Video hier. Automatisch teilen lassen zu Google Plus und zwar zum privaten Profil und zu Twitter. Und Twitter habe ich jetzt hier neuerdings rausgenommen, weil wenn ich das zu Twitter teile, dann ist dieser Text, den du da eingeben kannst, und ein Link. Und es sieht bei Twitter langweilig aus. Ich mache hier mal Twitter auf. Also sieht dann im Prinzip aus so wie dieser Tweet hier. Der Text, Link, Hashtags, langweilig. Dann will man auch lieber so haben. Text, Hashtags, Link und ein Bild dazu. Fällt in der Timeline von den Usern auf. Also habe ich das hier rausgenommen und teile das über Buffer. Und das machen wir jetzt mal so. So, ich habe den Text hier schon mal in der Zwischenablage. Setze ihn da jetzt ein. Jetzt füge ich noch ein Foto hinzu. Ja, genau. Das Bild nehmen wir da jetzt. Jetzt wird das Bild da hinzugefügt. Jetzt hole ich mir noch den, nicht das, das, den Link und gehen wieder zu Buffer. So, jetzt sieht man hier unten schon, minus 17 ist also zu viel Text. Muss ich hier ein bisschen anpassen. Jetzt auf YouTube können wir wegnehmen. Und schon passt das rein. So, jetzt wird das geteilt. Machen wir mal gleich. Und habe ich Twitter irgendwo offen? Ja, habe ich hier. So, und da ist es.
Jetzt hat man hier in der Twitter-Timeline Text, Hashtags und den Link zu YouTube plus das Bild dazu. Super, so sieht es gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall besser als einfach nur Text, Hashtag und einen Link. So hat man noch einen visuellen Effekt dazwischen. Und wie gesagt, könnte mehr bringen. Keine Ahnung, kenne mich da ja nicht aus. Jetzt hat er ein Google Plus Profil geteilt. Jetzt möchte ich natürlich noch auf der Facebook-Seite von Thiemann.com teilen. Und auf der Google Plus Seite von Thiemann.com. Das heißt, ich mache es genauso. Hol mir den Text, füge den da ein. Hol mir den Link von YouTube. Da ist er. Füge den da ein. So. Würde ich jetzt hier ein Bild einsetzen, würde bei Facebook, können wir mal gucken, ob ich da noch was drin habe in meiner Timeline, wo man das sehen kann. Würde so aussehen. Das ist eine ziemlich alte Folge, 102. Wir sind bei 126. Hat man hier halt den Text, jetzt auf YouTube, täglich Hashtags, den Link und ein Bild dazu. Nur habe ich hier extra so einen YouTube-Play-Button in das Bild mit eingebaut, dass man erkennen kann, dass es ein Video ist. Wenn man da jetzt aber raufklickt, wird nur das Bild vergrößert. Ist für den dümmsten anzunehmenden User also eher ungünstig, weil versteht er nicht. Und dass das hier ein Link ist, werden sie wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Also kann man das so bei Facebook nicht teilen. Ich zeige euch jetzt, wie ich die teile. Gehen also wieder zu Buffer, haben hier den Text schon eingefügt und hier ist der Link zu YouTube. Und dann erstellt Buffer ja automatisch so eine Vorschau. Ja, so müssten wir jetzt teilen. Wir könnten jetzt hier noch ein Bild hinzufügen, aber da hätten wir ja das Problem, was ich gerade erklärt habe. Also sagen wir mal hier, muss ich noch was ausführen? Ja, Share Now. Jetzt wird das alles automatisch von Buffer geteilt. Mit Buffer arbeite ich übrigens sehr gerne. Funktioniert sehr gut. Schön wäre, wenn man hier noch in private Google Plus Profil teilen könnte. Kann man aber leider nicht. Nur auf Seiten. Aber immerhin. Und das reicht mir im Prinzip auch. So, und nun gehen wir mal wieder zu Facebook. Hier aktualisieren. Ist jetzt schon da. Ja. Und so sieht es jetzt aus. Nun hat man nämlich hier die Vorschau von YouTube. Hat ein anklickbares Bild mit so einem kleinen Play-Button. Kann darauf drücken und dann startet das Video. Das sollte also für den dümmsten anzunehmenden User reichen. Und wer will, kann hier, oder wer schlauer ist, kann hier auf den Link klicken, landet direkt bei YouTube, kann den Kanal abonnieren. Ja, so ist es doch dann angenehmer. Noch nicht perfekt, aber schon angenehmer. Jetzt sind so Kleinigkeiten, auf die man halt achten muss. Oder wo man zumindest wissen sollte, wie man es haben will. Ja, und so teile ich halt. Wenn ich es später im Blog veröffentliche, läuft es im Prinzip ja, genauso. Genau, bei Twitter füge ich ein Bild hinzu. Ja, Facebook, Google Plus Seiten wird automatisch geteilt vom Buffer. Zur privaten Google Plus Seite lasse ich von WordPress teilen. Und in mein privates Facebook-Profil teile ich die Links von der Thiemann.com Facebook-Seite. Alles irgendwie ein bisschen umständlich, weil man mehrere Schritte machen muss, um eigentlich einen und denselben Link zu teilen. Aber es ist irgendwie zumindest bisher für mich der beste Weg. Nicht perfekt, aber ja, so teile ich halt. Das wollte ich mal kurz erzählen. Klar, dass die Sonne draußen ist, wenn ich wieder zur Arbeit muss, ne? Langweilig war es heute für Arbeit. Wir hatten irgendwie nur 8 Reservierungen, was sehr wenig ist. Morgen wird es genauso. Aber also es war zu wenig, um irgendwie so einen Zeitraffer wieder aufzunehmen von der Arbeit, so wie ich es sonst meistens gemacht habe. Aber ihr konntet immerhin sehen, wie ich ein paar Shit da gemacht habe. Ja, war wenigstens was von der Arbeit zu sehen. Ja, ansonsten war es langweilig. War nichts weiter und ist jetzt auch nichts weiter. Von daher höre ich an dieser Stelle auf.
sagt bis morgen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, sonst zeige ich immer andersrum. Gerade überlegt und vergessen. Also, bis dann. Tschüss. Das ist der Nachteil an den Freisprechern, Richtung am Telefon. Die ganze Welt kann mithören, wenn du verstehst.